Sie ist gerade runtergegangen. Gut, dann lass uns anfangen. Sarah? Jules? Hey! Sarah? Jules! Oh mein Gott, mein Mann! Öffne die Tür! Sarah! Jules? Ja. Alles okay? Du wirkst so verstört. Ja. Mir geht's gut. Mama, hör auf mit mir. Was sagt er da? Er sagt ihr, dass sie still sein soll. Sag ihm, dass er aufhören soll. Jules, wir sollten uns da nicht einmischen. Doch, wir brauchen das Material nicht. Er soll aufhören. Bitte. Lopoka. Puyin American. บอกเธอนะถ้าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องโหดร้ายป่าเถื่อนสำหรับเธอแล้วก็ให้เธอหุบปากซะแล้วก็ดูหัดสังเกตบ้างว่าจะช่วยคนอื่นเขาได้ยังไงไม่ใช่เอาแต่หาประโยชน์ใส่ตัวเองหรือหากำไรบนความหายนะของคนอื่น Was hat er gesagt? Er sagtAll das hier macht auf dich vielleicht einen barbarischen Eindruck, aber wenn du ruhig bleibst, dann wirst du etwas darüber lernen, anderen zu helfen, anstatt dass du Geld mit dem Unglück anderer verdienst. Wie war das bitte? Es tut mir leid. Ich glaube, er tut dir weh. Das brauchen wir nicht. Sag ihm, dass wir so etwas nicht brauchen. Danke sehr. Können Sie dann vielleicht etwa nachts besser schlafen?Wenn Sie das verdrängen, was vor Ihren Augen passiert. Wie war das? Mut, auch im Mut. Auch im Mut, auch im Mut. Auch im Mut.โศกแล้วนะAlles? Ja. Gut, wenn du ja, auch. Ich auch.
Gut, packen wir zusammen. Wir haben alles. Wir sollten bald losfahren. Alles okay? Ich komme gleich nach. Ich warte im Van. Es tut mir leid. Ich dachte, dass sie ihr wehtun. Die Nägel sind verflucht. Ein Ex-Liebhaber hat sie ihr geschickt. Das können sie spüren, nicht wahr? Auch wenn sie es nicht länger sehen können. Das Böse gibt es nicht. Bloß Unwissenheit. Das sagen sie so einfach. Sie besitzen eine Gabe. Aber sie nutzen sie, um Geld zu verdienen. Ich muss meine Rechnung zahlen. Was ist das? Unsere Sorgen und Wunden werden nur geheilt, wenn sie ihnen mit Mitgefühl gegenübertreten. Jules, wir müssen los. Alles Seid gut? Ihr bereit? Fahren wir los. Das war ziemlich schräg. Ist alles okay? Sehen wir einfach zu, dass wir verschwinden. Okay. Kennst du den Weg? Derselbe Weg oder an der Kreuzung links? Nein, an der Kreuzung rechts, du Idiot. Also mein rechts oder dein rechts? Oh mein Gott. Komm, rutsch rüber. Ich fahre, sonst kommen wir nie zurück. Nein. Wolf, ich kenne den Weg. Stell dich nicht so an und fahr einfach. Hast du das hier gekauft? Okay, dann spiel doch weiter die Geheimnisvolle. Tut mir leid. Seht sie euch an. Sie machen vor uns rum und es ist ihnen nicht mal peinlich. Scheiß nicht dort, wo du isst, schon mal gehört? Das gilt für dich. Nur für mich? Wollen wir weitermachen? Tut euch keinen Zwang. Also, Annie, ich habe mich gefragt, warum hast du uns ausgerechnet dorthin gebracht? Ich meine, stehst du drauf, dass Mönche kleine Mädchen quälen? Nee. Hört nicht auf meinen Bruder. Es scheint zwar unglaublich, aber hinter der Fassade dieses Arschlochs steckt eine gute Seele. Aber darunter steckt ein verkrusteter alter Bastard. Mir gefiel nicht, was die Mönche getan haben, wisst ihr? Ich dachte bloß, es wäre interessant für euch, weil Mr. Crane es erwähnt hatte. Nein, nein, bloß Matty. Wir sind eine Familie. Okay, Matty. Ich dachte, es wäre interessant für eure Sendung. Es war meine Schuld. Er wollte ihr bloß helfen. Hat er das gesagt? Dass er ihr hilft? Also, Annie, wir haben dich ja noch gar nicht offiziell in unserer Skeleton Crew aufgenommen. Deshalb ist das für dich. Ja! Yeah. Yeah. Herzlich willkommen. Und danke. Dankeschön. Und woher wisst ihr, wohin ihr als nächstes reisen werdet? Jules. Aber natürlich. Mir die Ehre. Wolf? Ja, ich mache ja schon. Bereit? Bereit. Seitdem wir alle durch Asien reisen, schreiben uns Zuschauer aus dieser Region an, damit wir zu ihnen kommen. Oft spukt es bei ihnen zu Hause nicht wirklich, aber manchmal sind sie authentisch. Oder? Sie sind... Bullshit. 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 Totaler Fake. Unsinn. Bullshit. 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 Liest sie die Mails überhaupt? Hab etwas Geduld. Fake. Definitiv ein Fake. Bullshit. 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 Noch ein Fake. Bullshit. Bullshit.
Hier ist was. Ja? Toll, dann mal los. Fraser's Hill im Staate Pahang. War das richtig? Ja, Pahang. Toll. Wolf. Dann rufe ich Sie mal an und sag Ihnen, dass wir auf dem Weg zu Ihnen sind. Okay, wir brauchen ungefähr 4 Stunden. So sucht ihr euer nächstes Ziel aus? Wie machst du das? Ganz schön abgefahren, hä? Huh? Ja, Mann, wie ich diesen blöden Gurt hasse. Glaub mir, kann mich mal. Schulz weiß, was sie tut. Dann mal los. Okay. Läuft sie? Ja, fang an. Okay, hi. Also, mein Name ist Martha Benchley und, das ist Ian, mein Ehemann. Hi. Und wir haben darüber gelesen, dass die Skeleton Crew nach Asien kommt. Und wir sind, große Fans von ja, wir sehen uns jede Folge an, sogar hier in Malaysia. Und, versuch dich zu entspannen und dann sag's ihnen einfach. Ist schon gut? Okay. Wir brauchen unbedingt ihre Hilfe. Bitte helfen Sie uns. Dass wir hier richtig sind? Ja, Wolf. Zu ganz schön. Schön hier. Aber warum ist hier niemand? Hey, Miss Benchley. Matty Crane hier. Ja, wir sind gerade angekommen. Wir würden gern eine Einstellung drehen, wie Sie aus dem Haus kommen und Jules begrüßen. Aber Sie dürfen vor der Kamera nicht über unsere Sendung können sprechen. Können wir das hier und verwenden? Sehen Sie nicht in die Kamera. Nein, das leg das weg. Gewand aufbrechen. Die vierte. Sehen Sie einfach nicht in die Kamera und erwähnen Sie unsere Sendung nicht, okay? Gut. Hab alles gecheckt, der Akku ist voll. Wir sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Alles klar. Bis gleich. Hast du alles? Klar. Am besten filmen wir sie von hier, wenn sie durch die Haustür nach draußen kommen. Okay, also alles so wie immer, oder? Hallo. Ist mir eine Ehre. Ian Benchley. Danke, dass Sie hier sind, Miss Juliet. Meine Frau und ich sind große Fans Ihrer Sendung. Nennen Sie mich einfach Jules. Okay, Jules, Jules. Als Ihr Producer uns gesagt hat, dass wir in Ihrer Sendung mitmachen dürfen, da waren wir überwältigt. Also, das bin ich. Cut. Matty Crane. Freut mich sehr, Mr. Benchley. Erinnern Sie sich noch an die Sache mit der vierten Wand? Ja. Also, das ist Kameramann Wolf und Ben auch Kameramann. Sie sind die wahren Genies unserer Skeleton Crew. Kommt drauf an, was er uns bezahlt. Und das ist unsere Übersetzerin und Fremdenführerin Annie. Hi. Hallo. Also, wie ich schon sagte, danke, dass Sie... Dorthin. Danke fürs Kommen. Ich meine, wir sind sehr erleichtert darüber, dass Sie hier sind, vor allem meine Frau Martha.
Sie ist drin. In letzter Zeit geht es ihr nicht gut. Erzählen Sie mir davon. Klar. Aber kommen Sie doch erstmal ins Haus. Wow. Es ist wunderschön. Das Haus ist praktisch neu. Spukhäuser sind normalerweise viel, viel älter. Genau. Es ist noch nicht so alt. Es wurde in den 1970ern gebaut, glaube ich. Wenn Sie bitte mitkommen würden. Martha ist da drüben. Klar. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. Es ist wieder passiert, Ian. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Schon okay. Nein. Sie sind hier. Wer? Dreh dich mal um. Oh, es tut mir so leid. Ich habe sie nicht gesehen. Schwing jetzt darüber. Ich bin so durcheinander. Nicht wie sonst, rein und wieder rauszoomen, wieder und wieder. Das kann ich gut verstehen. Tu es einfach, Wolf, okay? Erzählen Sie uns, was passiert ist. Oh, eigentlich hatten wir gehofft, dass Sie uns das sagen können. Doch, das ist gerade passiert. Die habe ich gemalt. Sie fällt erst in Trance und malt dann Bilder von diesem Mann. Sie weiß nicht, wer er ist und hat ihn noch nie gesehen. Können Sie irgendwas spüren? Seine Präsenz? Lass sie erst mal machen. Oh, tut mir leid, es ist nur... Entschuldigen Sie. Jules? Ich spüre gar nichts. Ganz sicher? Irgendwas stimmt nicht. Aber es war deine Idee. Beim Video habe ich was gespürt, aber seitdem ich hier bin, spüre ich nichts mehr. Und was jetzt? Oh, da ist noch mehr. Falls das hilft, Martha, haben Sie uns aus dem Fenster beobachtet? Nein, das habe ich nicht. Also, wir sind erst vor 6 Monaten in das Haus eingezogen. Ian war damals geschäftlich in der Nähe, in Kuala Lumpur. Ich arbeite meist von zu Hause und dieses Haus war zu einem Schnäppchenpreis auf dem Markt. In den ersten 3 Monaten ist nichts passiert. Wir sind eingezogen, haben umdekoriert und... Der vorherige Besitzer stammte aus Australien. Ja. Er lebte ein paar Monate mit seiner Frau hier. Das ist nicht lange. Vor ungefähr 2 Monaten sind plötzlich einige seltsame Dinge passiert. Ich habe mich schlafen gelegt, aber an jedem Morgen bin ich woanders im Haus aufgewacht. Als ich aufwachte, war ich mit Erde bedeckt. Ja. Das ist seltsam. Sie scheinen sehr religiös zu sein. Oh, nicht wirklich. Aber seitdem das angefangen hat, fühlen wir uns mit den Dingen besser im Haus. Das hier ist passiert, nachdem wir uns bei Ihnen gemeldet haben. Und zwar hier. Das, die Bilder, das ist bisher noch nie passiert. Ich glaube, was auch immer das ist, es bedroht uns irgendwie. Oder es will verhindern, dass wir Hilfe rufen. Irgendwas? Mm-mm. Hey.
Das ist meine Heckenschere. Ich habe heute Morgen die Blumen geschnitten. Ist das so ein Poltergeist oder sowas in der Art? Poltergeist ist bloß das deutsche Wort für Geist. Für laute Geister, um genau zu sein. Oder für seismische Aktivitäten. Martha, haben Sie Haustiere, einen Hund oder eine Katze? Glauben Sie ernsthaft, dass ein Hund dahinter steckt? Ich ziehe jede Möglichkeit in Erwägung. Folgen Sie mir doch bitte in den Keller. Letzte Woche hatten wir Handwerker hier, die ein paar Kabel verlegen sollten, aber sie weigerten sich, hier runterzugehen. Vorsicht, Stufe. Ben, Wolf. Wir haben den Keller als Vorratskammer und zum Wäschewaschen benutzt. Aber im Moment nutzen wir ihn gar nicht mehr. Oh, was ist das? Oh. Was stinkt hier so? Es riecht nach verbranntem Schwanz. Schwein. Seit letzter Woche riecht es hier so. Wir haben alles versucht, um den Geruch wieder loszuwerden. Wir haben alles gründlich gereinigt. Ja, aber es wurde bloß schlimmer. Darf ich das hier nehmen? Klar. Nein, nein, hören Sie, ich habe doch gesagt, wir haben ja alles gründlich gereinigt. Ich schwöre Ihnen, die war vorher noch nicht da. Ich bin sicher, der Geruch kommt von woanders. Okay, das reicht, das ist genug. Mehr brauchen wir nicht zu sehen. Na dann, danke sehr. Hat mich sehr gefreut, danke. Sie halten uns sicher für Idioten, oder? Sie glauben, dass wir uns das ausgedacht haben? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir manche Dinge unbedingt wahrhaben wollen. Und in unseren Köpfen werden sie es dann auch. Was war das? Was? Das Geräusch. Martha? Nicht so viele auf einmal davon nehmen. Das sind meine Medikamente! Was verflucht ist da unten passiert? Fuck! Ich habe es gesehen, Maddie. Was? Was auch immer es versteckt sich im Haus und hat mich angefasst. Okay? Es versucht, zu uns zu dringen und Kontakt aufzunehmen. Okay. Aber das ist doch gut, oder? Aber so sollte es nicht ablaufen. Was soll das? Wir erleben so eine Scheiße doch jeden Tag. Jules, du hast uns schon zu so vielen Orten geführt und zu Dingen, die ich nicht erklären kann. Weil ich sie spüren kann. Ich höre sie, mehr nicht. Ich sage euch, was ihr drehen sollt und ihr fangt den Blödsinn mit der Kamera ein. Und dann hauen wir wieder ab. Für mehr habe ich nicht unterschrieben. Ich wurde vorhin angefasst, Maddie. Und das will ich auf gar keinen Fall. Das darf nicht passieren. Okay. Ich werde dich beschützen. Okay? Ich verspreche es. Thank you.
Laut und deutlich. Ich gehe ins nächste Zimmer. Sind das die Nachtsichtkameras? Nein, viel besser. Sie zeichnen in mehreren Wellenlängen auf. Sie sind auch wärmeempfindlich und reagieren auf Temperaturveränderung. Sie befinden sich überall in Ihrem Haus. Wenn sich was regt, zeichnen wir es auf. Ja. Dann lassen wir Sie mal in Ruhe arbeiten. Ja, in der Küche finden Sie alles, wenn Sie Hunger haben. Toll, danke. Danke Ihnen. Okay. Gute Nacht. Nacht. Dann gehe ich jetzt auch ins Bett. Okay. Gute Nacht. Schlaf gut. Okay, ich bin fertig. Gute Arbeit. Sagen wir es ihm? Ja. Was? Mein Bruder und ich fragen uns, wann wir unseren ersten Lohn bekommen. Ich meine, wir sind nur mitgekommen, weil du uns Geld versprochen hast. Und ihr werdet es erhalten, sobald die Folge fertig ist, so wie versprochen. Das hast du doch in Austin auch schon gesagt. Austin war nicht meine Sendung, da war ich bloß der Line-Producer. Ich wurde auch verarscht. Bullshit. Hey, ich habe euch beide in die Gewerkschaft reingebracht. Du hast recht. Alles cool? Ja. Okay, schon okay. Gut. Ah, übrigens. Was ist vorhin passiert? So hat sie noch nie reagiert. Ganz ehrlich, ich habe keine verfluchte Ahnung. Du bist dran. Ich passe. Gut. Mit dem Paar schlag ich die Königin. Und was hast du? Zeig's mir, mein Sohn. Boom. Verflucht, Mann. Schon das dritte Mal heute Abend. Du hast dein Glück verloren. Du hast geschummelt, Bro. Auf keinen Fall. Alter. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Leute nicht einfach ausziehen, wenn's bei ihnen spukt? Ich meine, warum bleiben die da? Würdest du ausziehen, wenn du all deine Ersparnisse in ein Haus gesteckt hättest? Klar würde ich ausziehen. Du etwa nicht? Wenn die Geister dir einfach folgen würden, was dann? Scheiße, Mann. Wo will Ian hin? Er scheint ein Schlafwandler zu sein. Wahnsinn. Wo wollen Sie hin, Mr. Benchley? Ich wette um $10, dass er bloß pinkeln geht. Du hast doch gar keine $10. Nein. Hol die Kamera, Schatz. Mach schon mit, hol die Kamera. Beeil dich. Kommt. Showtime. Komm schon. Los. Da ist sie. Was ist hier los? Hilf mir. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Nein! Martha!
sind da drin. Was ist da drin? Tschüss, Martha. Martha! Helfen Sie mir. Martha! Öffne die Tür. Martha! Jules! Martha! Jules! Martha? Martha? Oh, Jules! Ich bin jetzt bei ihm. Was ist passiert? Kommen Sie. Wie bin ich hergekommen? Alter, ist das krank. Das ist der Wahnsinn. Wir haben in diesen Spukhäusern schon wirklich alles Mögliche erlebt. Aber noch nie haben wir sowas Echtes und Handfestes gesehen. Wow, komm mal runter, sonst platzt du noch. Nein, das ist das erste Mal in der Geschichte unserer Sendung, dass wir einen echten Beweis für etwas Übernatürliches haben. Sieh doch mal genau hin. Tja, der Junge hat recht. Jetzt kann niemand mehr behaupten, dass wir irgendwas faken. Okay. Ich kann das nicht mehr länger, Maddie. Jules? Jules. Scheiße. Und nochmal von vorn. Sieh mal, was Annie macht. Ich hab genug. Was? Jules, hör auf. Ich kann das nicht, Maddie. Okay, ich kann sie überall sehen. Was? Wenn wir nicht sofort abhauen, dann wird noch jemand von uns verletzt. Dann sieh weg. Sieh einfach weg. So läuft das aber nicht. Ich habe es bereits versucht. Versuch, mit ihm zu kommunizieren. Hast du vielleicht versucht, ihm zuzuhören oder es zu belauschen? Find raus, was es will. Das wäre super für die Sendung. Du weißt nicht, worüber du sprichst. Wenn du es wüsstest, würdest du mich nicht darum bitten. Dann sag mir bitte, was passieren könnte. Du kannst nicht einfach so gehen, Jules. Wir drehen eine Sendung, verdammt. Deine Sendung, unsere Sendung. Dir geht es also nur darum. Das ist nicht fair. Das ist gut. Mach davon auch ein Backup. Ja, mache ich sofort. Guten Morgen. Hey, wo bist du gewesen? Was? Letzte Nacht. Warte kurz. Hier, du hast geschlafen, als sie besessen war. Hast du gestern Nacht nichts Merkwürdiges gehört? Worüber redet ihr da? Komm her und sieh es dir an. Und du hast davon echt nichts mitbekommen? Ich möchte gern mit Jules sprechen. Jules ist kurz raus. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.
ganz ruhig. Sieh mich an. Ich bin hier. Sieh mich an. Es war nur ein Traum, okay? Es war nur ein Traum, okay? Okay. Gib mir das. Gib es her. Leg dich wieder hin. Okay? Sie sieht nicht gut aus. Ich konnte den Arzt nur schwer davon überzeugen, dass sie hingefallen ist. Ich konnte ihm nicht die Wahrheit sagen. Ich weiß. Vater unser, der du bist im Himmel. Sie erinnert sich an etwas von letzter Nacht. Sie hat das in ihren Träumen gesehen. Das ist derselbe Mann, den sie schon mal gezeichnet hat. Guten Morgen. Morgen. Lange Nacht. Ja. Sie haben ja keine Ahnung. Ein Scotch bitte, ohne Eis. Kommt sofort. Danke. Sie sind Amerikanerin. Ich habe Sie am Akzent erkannt. Ich bekenne mich schuldig. Sind Sie von hier? Erst seit den letzten 50 Jahren. Wohnen Sie in der Stadt? Kennen Sie die Benchleys? Und ob? Es ist eine kleine Stadt. Gehören Sie etwa zur Benchley-Familie? Nein, aber ich erledige was in Ihrem Haus. Ich bin eine Art investigative Journalistin. Eine Journalistin? Ja, davon kommen viele hierher. Komisch, dass Sie das Haus erwähnt haben. Die meisten hier vermeiden es, darüber zu sprechen. Warum? Jede Person, die jemals dort gelebt hat, ist ganz plötzlich ausgezogen. Wo willst du hin? Ich suche nach Jules. Darf ich mitfahren? Keine gute Idee, Annie. Bleib bitte hier bei den Jungs. Ich brauche nicht lang. Du scheinst sie sehr zu lieben. Irgendwann kommt der Punkt, da glaubt man nicht mehr an die Liebe. Aber an was glaubst du denn dann? Jules und ich sind zwei Menschen, die sich zu einer bestimmten Zeit gebraucht haben. Und diesen Moment haben wir für uns genutzt. Immerhin für zwei Staffeln. Und was passiert, wenn irgendwas diesen Moment zerstört? Du meinst, wenn Jules wegläuft? Das habe ich nicht gesagt. Was genau wissen Sie über das Haus? Ein Geschäftsmann von hier hat es bauen lassen. Es war ein Ferienhaus. Aber eines Tages ist er verschwunden. Einfach so. Und seitdem wechselt das Haus ständig seine Besitzer. Wissen Sie etwas über die letzten Besitzer? Ein australisches Paar. Die Keens. Gerüchten zufolge hat seine Frau mysteriöse und schlimme Verletzungen erlitten. Welche Art? Es reicht, um auszuziehen, bereits nach einigen Monaten. Auch die vorherigen Besitzer haben dort ähnliche Dinge erlebt. Welche Dinge waren das? Ihren Ehefrauen ist was Schreckliches passiert. Gehen Sie wieder zurück zum Haus. Vielleicht können Sie ja dann was sehen. Falls nicht, sind Ihre Freunde in Gefahr.
was haben Sie hier zu suchen? Ha? Mit wem haben Sie geredet? Verzeihung, wer ist das? Ihm gehörte dieser Laden. Und wo ist er jetzt hin? Er ist tot. Und zwar schon seit sehr langer Zeit. Seit vielen Jahren. Wie ist er gestorben? Seine schwangere Frau ist eines Tages verschwunden. Und dann ist er gestorben. Vor Kummer. Wie sind Sie herangekommen? Tut mir leid. Dieser Laden ist geschlossen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Als ich Jules kennenlernte, war sie ein nervliches Wrack. Sie war auf Entzug und ist wegen allem in die Luft gegangen. Sie hatte diese Gabe. Und ich schlug ihr vor, damit Geld zu verdienen. Ein Fernsehproduzent und ein Medium. Sie konnte ihre Vergangenheit nie loslassen. Ich habe versucht, sie dazu zu bringen, sich zu öffnen, aber... Sie ist sehr verschwiegen. Und es tut weh, wenn sie dich andauernd ausschließt. Tut mir leid. Das war unangebracht. Aber du hast es auf den Punkt gebracht. Dieser Kaffee ist die letzte Plörre. Ich bin sowas von müde. Hörst du das? Was? Nochmal. Was ist das? Klingt wie ein schreiendes Baby. Die Benchleys haben kein Baby. Ich versuche den Ton zu isolieren. Was verflucht. Die Kameras spinnen irgendwie. Okay, okay. Okay. Nein. Oh. Fick dich. Fick dich. Ben?
Ben? Ben! Komm schon, wach auf! Was ist passiert? Zur Hölle, wach, du! Wir müssen ihm helfen! Ben! Halt ihn fest! Versuch ihn festzuhalten! Ben, zieh mich an! Ben, zieh mich an! Er hat einen Anfall! Ben! Tu irgendwas! Nein! Das ist der Mann! Steck ihm was in den Mund, bevor er seine Zunge abbeißt! Ben, wach auf! Das ist der Mann aus meinen Träumen! Er ist es! Warte, unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wir wissen, wer deine Schwester getötet hat. Sie hat sehr viel Schmerz erlitten. Wie im Himmel, so. Und sie brennt in der Hölle. Und er lässt von dem Bösen. Ben! Ben! Hey! Hey, komm schon, wach auf, Ben! Wach auf! Hier für Sie. Jules. Was ist mit meinem Bruder passiert? Warum hast du ihm nicht geholfen? Du bist doch hier die Scheißexpertin. Er war besessen. Und von wem? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Was verschweigst du uns? Schalten Sie einen Gang runter. Hm? Was auch immer Ben besessen hat, scheint viel zu wissen. Und zwar viel über dich. Willst du es nicht aufhalten? Vielleicht hast du auch Angst davor, was es über dich weiß. Habe ich recht? Ist die Geschichte mit deiner Schwester wahr? Hast du sie umgebracht? Halt! Sieh gefälligst aus all dem hier raus! Hör zu! Du wirst meinem Bruder helfen! Geh raus und rauch ein! Nimm deine Pillen und sorg dafür, dass du dich zusammenreißt. Und dann kommst du wieder rein und hilfst meinem Bruder. Verstanden! Stopp! Das reicht. Sie müssen sich beruhigen. Das ist doch alles Bullshit! Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Matty. Jules, warte. Vergiss es. Rede mit mir. Über was? Wir haben uns Sorgen gemacht und nach dir gesucht. Ja, das sehe ich. Sie hat mich geküsst. Ja. Und ich hab's erwidert. Was soll ich dazu sagen? Jules, wenn man sich nicht genug kümmert, dann stirbt etwas. Du gibst mir die Schuld daran? Weißt du, wie schwierig es ist, jemanden wie dich zu lieben? Egal, was ich tue, wie sehr ich mich auch bemühe, es reicht nicht für dich. Ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe einfach nicht, was mit dir los ist, weil du mich immer zu ausschließt. Was soll ich denn tun? Ich wollte dich bloß beschützen, Vor Maddie. Vor was? Das willst du nicht wissen.
Danke. Als ich klein war, habe ich sie gesehen. Ich sprach mit ihnen. Ich habe sie gerufen und sie sind gekommen. Meine Tante erzählt es dann allen Nachbarn im Haus. Die einzige, die mir glaubte, war meine Schwester Sarah. Sie wusste es. Wir haben das Ganze als Spiel gesehen. Wir haben uns in einem Zimmer eingesperrt und wir riefen die Seele eines verstorbenen Stars zu uns. Oder wir haben vermisste Katzen gesucht. Und dann eines Tages riefen wir die Seele eines verstorbenen Jungen zu uns. Sarah hatte für ihn geschwärmt, als er noch lebte. Aber nachdem er gekommen war, wollte er nicht mehr gehen. Er war sehr wütend. Ich sah zu, wie er ihre Seele aufaß. Seit diesem Tag habe ich keinen Geist mehr heraufbeschworen. Ich habe versucht, meine Gabe zu verdrängen. Ich habe alles versucht. Eines Tages hörte es endlich auf. Aber ich habe sie doch gesehen. Im Fernsehen, wenn sie spüren. Ein bisschen davon steckt noch in mir drin und irgendwie muss man sein Geld verdienen. Aber seitdem ich die Geister nicht mehr kontaktiere, sprechen sie auch nicht mehr zu mir. Ich schaff das nicht nochmal, Martha. Tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht helfen. Helfen Sie wenigstens meinem Baby. Der Arzt hat es bestätigt. Ich weiß es jetzt seit einigen Wochen. Im wievielten Monat sind Sie? Im dritten Monat. Ian weiß es nicht. Ich habe den Arzt gebeten, es ihm nicht zu sagen. Er möchte keine Kinder. Aus irgendeinem Grund, trotz allem, was passiert ist, ist das Baby noch immer am Leben. Bitte. Ich will mein Baby nicht verlieren. Bitte. Diese Symbole, was könnten die bedeuten? Können Sie sie lesen? Das ist schräg. Ich kann es nicht. Aber sie sehen wie Symbole von Glücksbringern aus. Wie die von dem Mönch in dem Tempel. Die er auf den Rücken der Frau tätowiert hat? Ja. War das nicht zu ihrem Schutz? Um das Böse von ihr fernzuhalten? Ich weiß es nicht. Toll. Wir gehen der Sache auf den Grund. Versprochen. Hoffentlich. Ich mach dich dafür verantwortlich. Dann mal los. Sprich mit ihr. Jetzt rein, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Und, Jules? Danke. Die ganze Zeit über, wussten Sie nichts von diesem Zimmer? Nein. Das Zimmer war verborgen. Sie wussten es nicht. Er hat dich gefragt. Hey, komm wieder runter. Versuch einfach, dich zu konzentrieren, okay? Jules? Wir haben ein weinendes Baby gehört. Das war kurz bevor er dort reingegangen ist. Hab verstanden. Ganz schön viel Spielzeug.
Vielleicht gibt es hier mehr als nur ein Kind. George, willst du das wirklich alleine durchziehen? Ja, es ist sicherer für mich, wenn ihr alle unten bleibt. Wir wollen doch nicht, dass noch mehr Leute besessen werden, so wie Ben. Seht euch diese Kleider an. Dein Datum? 1972. In den 70ern wurde das Haus gebaut. Hier liegen viele alte Süßigkeiten rum. Wen interessiert das schon? Spürst du irgendwas? Gar nichts. Absolut gar nichts. Streng dich mehr an. Es geht um meinen Bruder. Verflucht nochmal, komm endlich runter. Streng dich an. Bitte. Was verflucht passiert da auch? Hier ist niemand dort. Was passiert hier? Jules, hörst du mich? Jules, antworte mir. Jules. Scheiße. Wo ist Martha? Wo ist meine Frau? Wo ist Ben? Nein, Ben, wo bist du? Nein! Hey, nimm die Kamera. Unser Zeichen ist gebraucht. Gib uns heute. Und vergib uns unsere Sünden. Martha! So wie auch auf Erden. Unser täglich braucht. Gib uns heute und vergib uns. Jules! Martha! Jules! Martha! Martha! Los, helft ihm, helft ihm! Solange wir im Kreis sitzen, kann es hier nicht weg. Wir müssen sie von hier wegbringen. Du mich erschreckt. Alles okay? Annie, helfen Sie mir.
Wolf? Wolf? Wo ist Ben? Wolf? Wo ist Ben? Was ist passiert? Rede mit mir, verdammt. Komm schon, Mann. Er war's. Er hat mich dazu gezwungen. Wer? Wer hat dich zu was gezwungen? Das Kruzifix. Er hat mich dazu gezwungen, auf das Kreuz zu beißen. Oh Gott. Nein! In meiner Heimatstadt sind die Tattoos dazu bestimmt, uns zu beschützen. Jeder dort hat eins. Als ich an der Reihe war, wollte ich, dass der Mönch mich gehen lässt. Es tat so weh. Ich bin mehr als einmal ohnmächtig geworden. Meine eigene Mutter hielt mich fest, damit der Mönch weiterarbeiten konnte. Ich war doch erst 9. Ich glaubte nie, dass es funktioniert. Bis jetzt. Deshalb hast du in der ersten Nacht durchgeschlafen. Sie tun dir nichts an. Und was jetzt? Unsere Wunden werden nur dann geheilt, wenn wir ihnen mit Mitgefühl begegnen. Hol die Autoschlüssel. Du wirst ihn zusammen mit Annie hierher bringen. Wen? Mein Plan B. Thank you.
Danke, dass Sie gekommen sind. Wie ich sehe, zeigen Sie nun Mitgefühl. Das musste ich. Meine Fähigkeiten sind zurückgekehrt. Natürlich sind sie das. Ich gab sie Ihnen zurück. Das Böse gibt es nicht. Bloß die Unwissenheit. Wenn die Weisheit siegt, dann existiert das Böse nicht länger. Fangen wir an. Lass das Seil nicht los. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Zeig dich uns. Ich sehe hier nichts. Ich sagte, zeig dich uns. Gar nichts. Außer uns ist niemand hier. Geht es jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Sie haben den Kontakt zu uns gesucht. Eigentlich müssten Sie bei uns sein. Sie sind hier. Seht ihn nicht an. Weißt du noch letzte Nacht, Wolf? Er ist nicht dein Bruder. Wir hatten so viel Spaß. Du bist nicht mein Bruder. Nicht dein Bruder? Du kleines, verdammtes Arschloch! Ich kenne jeden Winkel deiner verdorbenen Seele, Wolf! Nicht mein Bruder! Du wusstest, dass Mom mir all diese Dinge antut. Und was hast du getan? Du hast einfach nur zugesehen. Ich war noch ein Kind. Hat es dir gefallen, dabei zuzusehen, wie sie schmutzige Dinge mit mir gemacht hat? Hör ihm nicht zu. Das ist nicht Ben. Martha. Die süße Martha. Ian, weißt du, was ich gestern Nacht mit deiner Frau gemacht habe? Sie war so verflucht süß. So verflucht süß. Nach wem rufst du jetzt? Vater und seinem Himmel. Ich bin hier, Gott verdammt. Du willst leben. Komme, dann will ich bin das nicht bei mir, wenn ich habe. Wie im Himmel, so auf Erden. Sonst dein ist täglich Brot gib uns heute. Niemand außer Maurisch. Und vergib uns unsere Schuld. Und mir. Gut! Lass sie nicht aus! Irgendwas ist hinter Martha. Es sind sehr viele. Scheiße. Was ist denn hier drin? Ich spüre starke Wut. Sie geht von den Gattern in ihrem Inneren aus. Können Sie sie hören? Über wen spricht er da? Die Geister, die in Martha sind. Sie versuchen, die bösen Geister aus Ben herauszuholen. Wer ist sie, Ben? Derjenige, der uns getötet hat!